Servus Leute, willkommen zurück zu Xenoblade Chronicles 3. Heute wird der Gegner draufgehen und danach werden wir uns im Schloss umgucken. Hahaha. Ha, ha. Ich habe ja im letzten Part noch ein paar Level aufgestockt. Und ja. Wie ihr seht, habe ich bei 8, 10... Ist das Blitz? Oh nein, ja, stimmt ja, das Vieh greift mich auch wieder an. Na gut, dann machen wir dich jetzt eben wieder platt. Schade, dass die Angriffskette nicht so bleibt. So in dieser... ihr wisst schon. So mächtig. Boah, wie wir Schaden machen. Ja, machen wir einfach mal. Ja, er ist Unmacht. Er ist Unmacht, genau. Er ist ohnmächtig. So, jetzt haue ich ein bisschen drauf. Ja, das war's. Der hat nichts mehr zu melden. Yes. So, du da vorne. Du bist mein Ziel. Aber zuvor noch mal gucken. Vielleicht kann ich noch ein paar... das wollte ich nicht. Ein bisschen was rausholen eventuell. Moment, das da unten brauche ich, oder? Ja. Allgegenwärtige Klinge. Ich habe gerade gelesen, was die macht. Das klingt mächtig. Das ist 185. Nein. Fuck. Moment, die oberen kann ich auch. Okay, mach mal oben weiter. Geht nicht. Das auch nicht. Das ist gesperrt. Das auch. Achso, nicht genug SP. Ah, okay, okay. Was hat Juni? Ätherkollision. Ich habe jetzt gar nicht geguckt, was das macht. Hitze ist gleich. Nein. Das ist zu teuer. Das habe ich schon. Egal. Was hast du? Wie viel hast du? 125. Endlose Verfluchung. Gesperrt, gesperrt. Weil er zu teuer ist. Mit 95, du kannst dir bestimmt nichts leisten. Nee, du bist schweineteuer. Du hast 135. 150, Höllenfahrt. Warum hast du... Du süßes kleines Mädel, warum hast du Techniken, die total böse sind? Extreme Verfolgung. Nur gut. Sollte passen, ey, du Mistgeburt. Ich bin wieder da. Hast mich vergessen, vermisst. Da. Breite mich schon vor. Wir haben jetzt ein paar Level drauf. Nein, nicht ein paar. Waldi hat ein paar drauf, aber wir haben alle jeweils nur ein Level drauf. Ja, wer jetzt schon wieder ab, der Hinterlustige. Wow, wie wir Schaden machen. Aber er hat vorhin auch Schaden gemacht, der... Oh Gott, Tyon. Abgewehrt, du Loser. Ich muss ihn beleidigen. Ich muss mich noch stark fühlen, weil dann bin ich nachher umso trauriger, wenn er mich platt gemacht hat. Ja, da kann auch noch... Ja, kriegst auch ein bisschen was. Boom, boom. Hitzeinfektion? Nee, Hitzeinjektion. Oh ja, Tyon gekillt. Du hast Tyon gekillt. Du Schwein! Boom, boom und... Weiter draufhauen. Ich könnte auch synchronisieren. Schnell! Fuck, zu spät. Ich wollte die Synchro, bevor der Angriff mich trifft. Einfach draufhauen, einfach draufhauen. Was, er hat abgewehrt? Oder ich bin zu weit weg? Ja. Schnell! Noch ein bisschen draufhauen. Dragon Tail. Ah, fuck. Ganz knapp nicht. Oh Gott. Waldi und Senna. Ihr müsstet uns mal heilen. Ja, danke, Waldi. Oh, ich habe 2000 Punkte hinzubekommen beim Hochhelfen. Das ist ja mächtig. Boah, wir wurden geheilt. Oh nein, ich stehe natürlich mittendrin. Verfehlt, haha.
Loser, hier, friss Blei. Ich müsste eigentlich hoffen, dass meine Synchro wieder, nicht Synchro, dass meine Angriffskette wieder so stark wird wie gerade eben. Also im letzten Part, aber um ehrlich zu sein, glaube ich das nicht. Deswegen werde ich eventuell ein bisschen mehr raufkloppen jetzt. Vielleicht bis zur Hälfte. Ja, er schwankt schon mal. Irgendjemand muss ihn umwerfen, los. Ja, er liegt am Boden. Los, haut drauf. Wieso widersteht das Vieh? Ich auch hier. Ja. Einfach draufhauen. Das ist eine gute Kombi. So, ich werde natürlich ein bisschen weiter jetzt draufhauen. So, jetzt, schnell. Ah, du tust mir gar nichts hier. Demütigung von wegen. Wenn du irgendwas Dickes auspacken willst, dann werde ich die Angriffskette starten und dann hast du keine Chance mehr. Ich muss aber erstmal auch gucken, dass ich die Synchro meiner Leute hier möglichst krass ausnutze. Ja, das ist schon gut. Oh nein, Juni. Shit, bevor Juni drauf geht, schnell. Oh, ihr hättet euch gerade synchronisiert. Na, egal. Okay, leave it to Juni. Wie du meinst, Mädchen. So. Das stärkt natürlich. Eigentlich müsste ich dich... Nee, dich nicht zuerst. So doof bin ich nicht. Hahaha. Ich mach's so wie vorhin. Das sah nämlich gut aus. So. 50. Ja. Und jetzt komme ich auf jeden Fall auf 150. So, Juni heilen. Gut. Boom. Das ist ja fast schon unfair. Aber ich muss das Ding natürlich auch besiegen, weil vorhin sah es auch so gut aus. Also im letzten... Oh, im letzten Part. Ja. Boah, halt... Handwerksmeister Waldi kloppt hier durch. So, natürlich wieder Präventivschlag ausnutzen, ist klar. Ja, da bin ich wieder. Tut mir leid. Ich bin angerufen worden. Ist ja gang und gäbe bei mir. Allerdings, ich muss es... Moment, ich schreibe es immer auf, bei welchem Part ich wo rausschneiden muss. So, hier steht zum Beispiel Xeno 03, 12 Minuten 13. Wenn irgendeiner meiner Stifte schreiben würde, wäre das auch herzallerliebst. Egal, nehme ich einen Bleistift, auf den ist mehr Verlass. So. Xeno. Das hier ist wahrscheinlich die zweite Folge, die ich aufnehme. Also Xeno 02. Ungefähr 9 Minuten. Ich werde es dann eh wissen. Das mache ich übrigens bei Danganronpa auch manchmal, wenn zum Beispiel die Verbindung absackt. So, jetzt weiß ich, bei diesem Part muss ich so ungefähr bei 9 Minuten was rausschneiden, weil ich bin angerufen worden. Sorry. So, jedenfalls... gucken wir mal. Du kommst auf 200. Also sowieso. Mit 50, 190, ja, du kommst auf 200. Boom. Ich glaube, mehr besser als exzellent geht gar nicht. Vielleicht habe ich Glück und du kommst wieder. Weil das ist ja, wie gesagt, das ist ja fast schon unfair, wenn ich dich gegen Maschinen einsetze. Boah. Ja, ich weiß. Bams. Los, Handwerksmeister Waldi. Ich hätte Waldi alleine einsetzen sollen. Ach, fuck. Es war dumm von mir, weil dann wäre nur Waldi wiedergekommen. So habe ich die Gefahr, dass Noah auch... Wobei, ich habe Exzellent, das heißt, es kommen... Bei Exzellent kommen, glaube ich, 3 Figuren. Das heißt, Noah und Waldi müssen jetzt beide kommen. Ja! Juni. Waldi. Okay, ich könnte dich oder dich. Ja, Kriegskunst nehmen. Das heißt, Noah darf ich jetzt nicht nehmen. Ich werde dich. Ja.
Und einfach, weil es kann jetzt nochmal Waldi. Der macht einfach alle hier gerade fertig. Boah, guckt euch das an, wie overpowered er ist. Er ist so übermächtig. So, wieder Excellent. Das heißt, Waldi sollte jetzt wieder zurückkommen. Und jetzt kommt die Synchro. Boah. Das ist fast unfair. So, Bums. Kumpel, du hast keine Chance mehr. So, noch zusätzlich Schaden reinhauen. Und jetzt Waldi, walte deines Amtes. Vernichte ihn. Boah, 461%. Mit Abstand das meiste, was ich jemals hatte. Ich glaube, du... Boah, die Waffe macht Schaden. Aber ich glaube, du könntest es tatsächlich überleben, oder? Einmal noch! Scheiße, aber egal. Jedenfalls, das Vieh hat keine Chance mehr. Boom, ein Schuss hat gereicht. Verdammt. Aber egal. Ich habe ihn platt gemacht. Und ich komme jetzt weiter, oder? Hm. Makelloser Edelstein. Das war Spitzenklasse. Alles dank Handwerksmeister Waldi. Tut mir wirklich leid, Waldi. Du hast dich echt als... Du hast dich super erwiesen. Das war geil. Ich könnte... Moment, warum hast du so wenig Lebenskraft? Achso, eine aggressive Verteidigung, deswegen. Du hast mehr Lebenskraft als Sion? Hm. Trotzdem nehme ich Sion, weil ich ihn besser finde. So. Ich glaube, ich komme hier nicht rein. Warum nicht? Hm. Ansonsten habe ich mich hier schon überall umgesehen. Gut, dann werde ich das Schloss abklappern. Wobei, ich könnte theoretisch gesehen das Schloss als nächstes Mal abklappern. Vielleicht gucke ich mich erstmal da weiter um. Das wäre, glaube ich, das Schlauste. Ja, wisst ihr was? Wir haben uns jetzt lang genug an anderen Orten umgesehen. Wir gehen jetzt mal weiter. Weil hier soll es ja noch zwei versteckte Helden geben. Außerdem glaube ich nicht, dass hier schon das Ende des Spiels ist. Hoffe ich zumindest. Also werde ich mich hier noch ein bisschen genauer umgucken. Also schauen wir mal. Und eventuell werde ich mich dann morgen als Silvester-Special setzen. Zuerst mal gucken. Ist das zum Klettern? Ja, da auf der anderen Seite. Ist aber, glaube ich, nicht so gut. Ich meine, ich habe jetzt eh schon so ein hohes Level. Ich könnte theoretisch gesehen wieder da in diesen einen Wald gehen, weil da weiter unten ziemlich mächtige Tiere waren. Boah, so viel. Aber vielleicht verschiebe ich das auch noch. Ich komme da hinten nicht hin. Ich könnte rundherum schwimmen, aber es bringt, glaube ich, gar nichts. Und mein Schiff ist irgendwo. Kann ich das nicht rufen? Oh, da oben ist was, das weiß ich. Muss ich wirklich mit dem Schiff wieder herfahren? Das ist ja... Das ist ja doof. So richtig. Schade, dass das Schiff nicht da gerade steht, wo ich mich hinporte. Das wäre viel besser. Na, was soll's. Auch ein grandioses Spiel muss irgendeinen Makel haben. Das ist nun mal so. Das ist bei jedem Spiel so. Und ich drücke wieder das Falsche. Wow, ich bin
So, die Taste war es. Boah, wie wir da rechts oben auf der Karte abgehen. Guckt euch das an. Das Gute ist, ich kann mich jetzt hier ein bisschen umgucken. Auch die Wege, die ich noch nicht entlang gefahren bin. Kletterschnecke. Einen Moment mal. Ich bin schon rechts gefahren, oder? Ah, jetzt bin ich schon da. Wow. Das geht verdammt schnell mit dem Ding. Ich könnte zum Beispiel komplett nach links fahren. Ich müsste einfach nur hoffen, dass ich, wenn ich in diesem Gefährt unterwegs bin, dass ich nicht von irgendwelchen Viechern angegriffen werde. Es geht mir jetzt erstmal nur darum, die Karte ein bisschen zu erkunden. Warum schwankt das Ding so hin und her? Ich bewege den Stick gar nicht. Ja, das Vieh da rechts, das ist bestimmt so eine richtig bedrohliche Kreatur. Das da. Was hat denn das für ein Level? Ich meine, ich will eigentlich gar nicht gucken, was das für ein Level hat, weil unabhängig davon, es wird mich zerreißen. Da will ich rein. Ach so. Vor allem, da ist ein Container und das ist so ein fragwürdiges Objekt. Ja, das ist kein fragwürdiges Fragment. Nein, falsche Richtung. Oh, das Ding zu... Hallo. Rückwärtsgang. Ach so. Ja. Sollte auch mal die richtige Taste drücken, wenn ich... Ah, zum Glück bin ich nicht bei der Autofahrt und bei der Staplerfahrt nicht so. Das wäre echt schlimm. Wenn ich so Stapler fahren würde, dann würde mich niemand anstellen. Haut ab da! Ich habe meine Staplerkabel, ich muss euch von A nach B laden. Nein! Aber tatsächlich haben wir jetzt auch einen Stapler, der... Oder ist kein Stapler, es ist eigentlich eine Kommissioniermaschine, wenn man es genau nimmt, die man vorwärts und rückwärts fahren kann. Weil sie zwei Bedienfelder hat. Eins vorne und eins hinten. Umdrehen, umdrehen. Piep, piep, piep. So, da will ich an Land gehen. So, einfach mal hoffen, dass das Ding da stehen bleibt. 44 seid ihr, seid extremst schwach. Oder ich bin einfach nur extremst overlevelt. Bucht der Pioniere. Mit krassen Krabben. Ja, die heißen so krasse Krabbe. Ist keine krosse Krabbe wie von diesem verfickten Schwammkopf, sondern eine krasse Krabbe. Ja, Schwammkopf mag ich auch nicht. SpongeBob. Vor allem, ich hasse Pikachu, ich hasse Mickey Mouse, ich hasse Ryu aus Street Fighter. Ich kann SpongeBob überhaupt nicht ausstehen. Ah! Eine Rätselhöhle, au. Oh. Natürlich wieder eine Leiche zum Erlösen. Ich erlöse alles und jeden, den ich finden kann. Nicht nur einfach des Erlösens wegen, sondern einfach, um denen die Ehre zu erweisen. Das gehört sich so. So, dann schauen wir mal. Wartet da wieder ein Boss auf mich? Okay, schauen wir mal. Ah, okay, hier sind drei. Das heißt, zack. Lass mich nachdenken. Ich weiß, wie es funktioniert, aber... Moment, zack. Nein! Wow, das war nicht so geplant. Ich wollte eigentlich nur rundherum. Ich wollte eigentlich nur das Rechte da jetzt einmal rundherum, sodass der jetzt ganz rechts ist, da in der Mitte ist. Und dann die Linken einfach nur nach links drehen. Und dann das Rechte nochmal herum und dann wechseln, so dass sie Form annehmen, also diese hier. Aber ich habe da jetzt gar nicht drauf geachtet. Das ging schneller als erwartet. Ja, ich habe aus Versehen ein Rätsel gelöst. Fast so wie bei... Ja, ich muss es wieder erwähnen. Tut mir leid, wenn es einige stört und kann ich auch verstehen. Aber ja, fast so wie bei Danganronpa. Allerdings beim ersten Teil. Um genauer zu sein, beim allerersten Mordfall, weil... Da gab es was, was hinten an der Wand stand. Eine Zahlenkombi. Ich habe mit dir auf einem Zettel... Oh, jetzt weiter. Okay. Ich habe mit dir auf einem Zettel aufgeschrieben und habe den Zettel dummerweise verkehrt rum hingelegt. Und da habe ich gemerkt, okay, die Zahlenkombi ergibt umgekehrt den also auf Kopf den Namen des Täters. Weil es war... Moment. Welche Zahlenkombi war es nochmal?
Ja, sehr ruhig. Ich muss es hier mal selber aufschreiben, damit ich es weiß. Es war. Achso, es war 11.037. Ja, und wenn man das auf Kopf stellt, was kommt raus? Leon. Ja, somit wusste ich, ja, Leon Kuwata ist der Mörder. Ja, ich tut mir leid, ich habe gespoilert. Aber so bin ich leider auf das Ergebnis gekommen. Ich hätte viel lieber länger gerätselt beim ersten Fall, aber ja, das war meine eigene Schuld. So, jedenfalls. Okay. Nee, Moment. Zack. Zack. Achso, nee, ich muss auf der rechten Seite. Okay. Moment, dann mache ich's. So. Vor allem das Ding sieht aus wie ein Gesicht und das soll es wohl, glaube ich, auch sein. Ah, diese Rätsel mag ich. Die sind nicht sonderlich schwer, ja, aber ich mag sie trotzdem. Was gibt's denn hier so alles? Ätherkanal. Aber mal wieder so ein Fragment. Ich find's lieber, wenn hier irgendwo ein Held auf mich warten würde. Das Fragment ist auf so einer komischen Plattform. Das werde ich lieber zuletzt einsammeln. Nicht, dass da irgendwie so ein Jumpscare kommt. Irgendwie so ein Project Zero Geist und mich frisst. Oder dieses Vieh da hinten, das mich frisst. Oder es kommt Daniela. Nein, ich muss wegrennen. Ja, ich erwähne so viele andere Figuren aus anderen Spielen, aber es ist egal. Ich habe einfach so mega Bock drauf. Und das ist ein rundes Fragment. Okay, wo war mein Schiffchen? Schiffchen war um die Ecke. Ihr merkt, glaube ich, wie unglaublich gut es mir geht. Wie unglaublich Spaß mir dieses Spiel macht. Wie unglaublich ich gehypt auf Danganronpa und gleichzeitig auf dieses Spiel bin. Es ist so schlimm. Es ist so schlimm, wenn man so Spaß an zwei Spielen hat, aber diese. Also in Danganronpas Fall jetzt, aber es nicht machen kann, wie ich Lust und Laune habe, weil ich ja auf Uzuma warten muss. Und vor allem, weil es auch so unglaublich Spaß macht, es aufzunehmen und es auch zu präsentieren. Und ach, es ist einfach so herrlich. Es ist so herrlich. Ich liebe es. Ich liebe es, Let's Player zu sein. Das ist die beste Entscheidung, die ich jemals in meinem Leben gefällt habe. Und die falsche Taste zu drücken ist auch nicht so klug. So, ich bin jetzt da. Genau. Hier habe ich nicht den Rand entlang entdeckt, okay. Ich will eigentlich nur den Rand entlang fahren erstmal. Oh Gott, warum merke ich mir das nicht? Warum bin ich so ein Schrumpfkopf? Kann ich da runterfallen? Bitte nicht. Gut, kann ich nicht. Ich war jetzt gnadenlos runtergefahren. Einfach um es zu testen. So. Gibt es aber viele kleine Inseln. Ich wette, auf irgendeiner kleinen Insel sind diese beiden Helden. Also separat wahrscheinlich. Also ein Held auf der einen Insel, der andere auf der anderen. Gut. Aussteigen. Wahrscheinlich muss ich da hinten hin zu diesem Schloss oder was das sein soll. Aber da habe ich jetzt noch keine Lust hinzugehen. Jetzt weckt sich mein Entdeckerdrang, der sagt, Wolf, du wirst dich hier jetzt gefälligst umgucken und wage es ja nicht, einen Fitzel irgendwo zu verpassen. Nee, mein Entdeckerdrang, der ist gerade so richtig in mir drin. Ja, deswegen, ich glaube, das hier wird mit Abstand mein längstes Let's Play. Ich glaube, das hier wird sogar noch länger als Sweet Amoris. Und Sweet Amoris hat. Wenn ich das jetzt wüsste. Oh, das sieht so aus, als ob da ein Boss wäre. Wisst ihr was? Ich beende hier den Part. Aber ich gucke jetzt nochmal schnell nach, wie viele Parts ich bei Sweet Amoris habe.
Okay, 198 habe ich. Ich habe gerade nachgeguckt, weil den letzten Part habe ich immer noch auf Festplatte. Aber naja, was soll's. Gut, jetzt muss ich beenden, dass ich's weiß. Das war Danganronpa. Danganronpa sage ich schon. Ah! Zu viel Danganronpa in letzter Zeit aufgenommen. Aber auch Xenoblade. Das war Xenoblade Chronicles 3. Ich hoffe, es hat euch gefallen und wir sehen uns das nächste Mal wieder. Pfiat euch!